Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Conker's Bad Fur Day für die Nintendo 64, wo wir das letzte Mal diese Grube hier gefüllt haben mit, ne? Und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier das abgeschlossen, das Gebiet irgendwie. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wo es weitergeht. Wir waren das letzte Mal hier nochmal in dieser Grube drin, haben gemerkt, dass wir jetzt irgendwie schwimmen können mit, genau, mit... So nicht. Okay. Das ist diese typische Nintendo-Unterwassersteuerung, die bei manchen Spielen tatsächlich sehr, sehr seltsam ist. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie weit wir hier das letzte Mal uns vorgewagt hatten, um mal hier durchzugucken. Hier kann man Luft holen, glaube ich, also sofern man das als Luft bezeichnen kann. Hier war Geld für uns. Ich werde hier nochmal kurz ein bisschen zurücktauchen, und zwar einmal nach oben, um Luft zu holen. Und dann nochmal nach unten, denn ich meine, da wir jetzt hier alles aufgefüllt haben, könnte es durchaus sein, dass wir hier unten jetzt etwas Neues finden. Zum Beispiel diesen lustigen, dieses lustige Viech da. Waren wir hier unten schon drin? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ach so, damit kommen wir hier zurück. Okay, gut, dann hätten wir das hier wirklich abgeschlossen. Dann gehen wir mal zurück in den, nennen wir es Sumpf. sehr gut. Big ball of poo. Oh, thanks. Just, you're welcome to it, mate. Thanks. Ja, geil. Wir haben einen Haufen Scheiße bekommen. okay, den können wir rollen. Ey, Leute, es ist wunderschön. Dieses Geräusch. Jetzt natürlich die Frage, was wollen wir hiermit machen? Wollen wir den da ganz hochrollen, oder... Ehrlich gesagt will ich mir das gerade nicht einreden, dass wir den da hochkriegen wollen. Oh nein. No Poo Balls. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollten wir den dahin tun, wo es offensichtlich nicht so gut wäre, ihn hinzutun. Nämlich dahin, wo No Poo Balls steht. Wir rollen den hier weiter. Von wegen da den Berg hoch. Tja. Können wir nicht mal. Auf keinen Fall. Obwohl, der Ball... Oh, er folgt uns sogar so ein bisschen. Vor unseren Armen. Wird er größer? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Das wäre ja logisch. Und... oh nein. Oh, er bewegt sich noch. Ihm geht's gut. Wo war das denn? Oh. Aha. Wir haben 9 bekommen. Wie schön. Jetzt natürlich die Frage, müssen wir jetzt hier runter oder... Ja, anscheinend schon. Gut. Hier oben drauf können wir... irgendwas machen. Versuchen mal irgendwie da drauf zu... Ah, sehr gut. Aha. Wir müssen das genau da drauf machen. Auch wenn wir vorher das Kommando kriegen. Alles klar. Oh, ich glaube, wir haben... Oh, oh. Die sehen ein bisschen aus wie Seeminen, oder? Ciao. Oh, wie er sich wehrt. Mit der ganzen Rüstung, die verzieht sich komplett. Wie macht er das? Die müssen sehr flexibel sein, die Dinger. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal hier von... Obwohl, Moment, wir können jetzt hier rüber. Ich würde sagen, wir gehen nicht runter in den Strudel. Das ist mir nämlich nicht geheuer, sondern wir probieren einfach den neuen Weg aus, der uns hier aufgemacht wurde. Oh, Katzen. Hallo? Woohoo! Squirrel Person, are you begging for food now? What? Well, you look like you could do with a little extra, my boy. And we thought you might actually be interested in earning some cash. Now, you're offering me cash. Okay. What's the catch? Well, there's this awful, awful brute swimming around. He's terrible, and he's stolen our valuable belongings. We need somebody disposable to go in and, well... get rid of him. Me, you mean? Well, you can't expect one of us to go, can he, ladies?
We're blue-blooded, don't you know? Well, asses to you then. I gotta watch out for myself. Dear, what language? Don't worry, dear. He's as common as muck. Common as dirt like that. This is dreadful, isn't it? Let me handle it, dear. Listen, here, you. Listen to me. We'll get you 10%. And that's our final offer. Now. 10%? Yes. But one thing to remember. Shh. Come closer. He's easily wound up. Yes. Oh, and by the way, the safe has a combination. Yes, you know what that means? Well, when it's not dangerous down there for us, come back and we'll open it for you. Well, good luck. Come on, chop chop, off with you. Hang on a sec. What was that about disposable? Hey! Oh. Well, Cash. Richtig, immer nur an das Geld denken, Leute, ne? Deswegen mache ich ja auf YouTube. da oben gibt's auch Geld. Da kommen wir nicht dran. Noch nicht. Keine Ahnung, wie wir da dran kommen irgendwann. Vielleicht irgendein Trick. Von oben. Mal sehen. Auf jeden Fall sollen wir jetzt von den Viechern da. Oh, das war eine Mail. Hätte ich vielleicht mal ausstellen sollen. Hi Fischer. Na, ich kann auch schwimmen. Auf jeden Fall sollen wir jetzt von den Viech da hinten das Geld den Tresor sicher machen. Kommen wir hier durch irgendwie? Oder geht das nicht? Doch, das geht. Wahnsinn. Hey, dann kriegen wir ein Leben. Yay! Ein weiteres Leben für uns. Leben sind echt selten hier in diesem Spiel, muss man mal so sagen. Mir gefällt die Musik nicht. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Banjo-Kazooie, wo der Hai aufgetaucht ist. Oh. Ein Glück ist er angebunden. Er kann uns nichts tun. Oh. Guckt euch das an. Wie aggressiv. So ein aggressives Hündchen. Okay, ich würde sagen, wir tauchen ab. Das haben wir ja neu gelernt. Und hier gibt es irgendeinen Eingang. Mal sehen, wo uns das hinführt. Weiter runter, bitte. Konka? Danke. Ein bisschen die Sicht ändern. So, und hier hoch am besten, um wieder Luft zu holen. Perfekt. Ich hoffe mal, das Spiel hat weniger Grafik-Glitches demnächst dann auch. Also, wir hatten jetzt letztes Mal eins mit dem Hintergrund, mit dem, wo wir den Ochsen da, den Stier, zurechtbiegen mussten. Okay, hier haben wir kein Kommando, vielleicht hier oben. Hi, ihr beiden. Na? Oh. Why is it everybody so offensive around here? Either bring me back me missing cocks. You don't have to shout. I'm deaf. Speak up. Hang on a second. Well, hello there. And aren't you the handsome one? Tell me, would you be prepared to do me a small favor? A little help, of course. Hi. And, yes, I would. Maybe. You see, my other self has lost a few of his, shall we say, friends. And if you don't get them back, my life will be a misery. It already is. And? Just get them back. There's a good fellow. Ta-ta, ta-ta. You twat! Don't ever do that again! Now f*** off! Nette Leute. Okay, wir haben einen neuen Auftrag. Wir sollen Zahnräder finden. Wahrscheinlich hilft uns das dann irgendwie weiter. Der Kerl hier in der Mitte scheint irgendwie weniger gesprächig zu sein. Wir lassen ihn mal. Auf jeden Fall beleidigt uns der andere in einem fort. Oh je. Yeah. Oh. Oh je. Yeah. Ah, das sind die blöden Fledermäuse, mit denen wir es schon mal zu tun hatten. Okay, hier ist... Au. Das scheint irgendwie ein Baumstamm zu sein, der an den Seiten runtergeht. Also ziemlich rund zu sein scheint. Jedenfalls wäre das der Grund dafür, dass wir gerade runtergefallen sind. Nur ich kann meine Sicht hier gerade nicht ändern, deswegen ist das so ein bisschen blöd. Konka? Kannst du bitte hier einfach... rüberlaufen. Kann ich nicht... Meine Kamera... geht nicht. Okay, Leute. Wir müssen es irgendwie schaffen, hier rüberzukommen. Ohne die Kamera zu ändern.
Ah ja, okay. Oh, verdammt. Okay, wir müssen das wieder ordentlich abtimen. Das heißt, wenn dieses Fiep-Fiep kommt, müssen wir... Okay, beim ersten Fiep-Fiep direkt drücken. Achtung. Und jetzt. Perfekt. Sehr gut. Ach, komm schon. Konka, stell dich nicht so an. Nur weil du besoffen bist ohne Ende. Das ist gerade gar nicht so... so einfach. Mann! Ich sterbe hier gleich noch. Ich mache mir gleich ein Safe State hin, wenn es sein muss. Das gibt's doch nicht. Das ist ja... Also, das Ganze ist aber auch nur dadurch bedingt, dass die Kamera so furchtbar ist hier an der Stelle. Ich sehe nämlich absolut nicht, wo es hier runter geht und wo nicht. Das... Ja, seht ihr? Das ist total komisch. Hm. Naja, vielleicht so jetzt hier. Was mit der zweiten Fledermaus? Ich denke, wir müssen hier rüber. Okay, jetzt irgendwie an dieses Seil. Ich speichere mal zwischendurch, ne? Okay, gut. Das hat funktioniert. Wie gesagt, die Jump'n'Run-Parts hier in dem Spiel sind etwas schwierig, weil das Spiel unfassbar schwierig zu steuern ist, finde ich. Gerade dadurch, dass man so unglaublich konzentriert hier steuern muss an der Stelle. Und sensibel. Ansonsten fällt man furchtbar leicht runter. Ich mache das Ganze lieber ein bisschen langsamer. Hier dürfte noch irgendwo eine Fledermaus auf uns warten. Er guckt schon so. Wenn gleich das Fiep-Fiep kommt, ne? Jetzt. Oh. Okay. Nein! Okay, ui! Schnell rüber da. Okay, hier ist ein weiteres Seil. Ich habe nochmal kurz gespeichert zwischendurch. Hi, Fledermaus, du tust uns nichts mehr, oder? Nee, sie tut uns nichts. Gut. So, ich habe nämlich keine Lust, hier nochmal runterzufallen. Deswegen speichere. Ja, wir sehen uns oben wieder. Bis gleich. So, da wären wir jetzt wieder oben. Meine Herren, ey. Okay, hier geht's noch weiter hoch. Ich habe übrigens eben aus Versehen... Ich wollte eigentlich laden und habe dann den falschen Knopf dafür gedrückt. Wodurch das Spiel... Moment. Wodurch das Spiel leider nicht geladen hat, sondern gespeichert hat. Okay, Moment. Ui, Okay, das war blöd. Das macht aber gar nichts, denn so weit runtergefallen sind wir nicht. Anscheinend geht es da hinten nicht weiter nach oben. Das heißt, wir klettern mal an das nächste Seil irgendwie. Ich weiß gerade sonst ehrlich gesagt nicht, wo es hier weitergeht. Wir hören Geld. Das ist schon mal eine gute Sache. Geld ist immer gut. Wir speichern dennoch nochmal ab zwischendurch, denn falls ich das Seil hier verpassen sollte, ne? Ihr wisst schon. Das wäre nicht so geil. Wir benutzen mal... Kann ich hier irgendwie die Kamera mal drehen? Danke sehr. Oh, hier laufen überall Wachen an der Seite rum. Das ist schlecht. Gab es da unten noch irgendwas, was uns geholfen hätte? Vielleicht können wir ja an den Hebel springen tatsächlich, dass wir da irgendwas auslösen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können das Ganze mal von hier aus ausprobieren. Ich werde nochmal abspeichern und falls es nicht klappt, ne, ihr wisst Bescheid. Okay, das hat irgendwie funktioniert. Ah, sehr gut, wir sind im Spinnennetz gelandet. Das ist natürlich hervorragend, solange hier keine Spinne unterwegs ist, selbstverständlich. Sonst wäre das nicht so geil. Auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwas aufgemacht. Ich weiß noch nicht genau was, aber das finden wir garantiert gleich irgendwann raus. Wo das Geld ist, weiß ich gerade nicht. Ist mir auch gerade egal, denn wir haben hier noch ziemlich viele Wachen außenrum, mit denen wir ehrlich gesagt nicht viel zu tun haben wollen. Können wir hier irgendwie am Rand entlang noch?
so über die Mauer laufen oder geht das eher weniger? Doch, irgendwie geht das. Ja, so kommen wir auch an das Geld. Nein, 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 nein. Ihr habt nichts gesehen. Die Frage ist, wie kommen wir an das Geld ran? Von der anderen Seite? Weil da überall die... Ich will mit denen ehrlich gesagt nichts zu tun haben, ne? Mit diesen Soldatenviechern da. Okay. Das funktioniert einigermaßen. Sehr gut. Wir haben das Geld bekommen. Hey, I'm here. Hurry up. Pick me up, shithead. Sehr gut. Geld? Cool. Laugh it all the way to the bank. Ich denke, das Ganze hier ist immer noch einfach nur ein Collectible. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das habe ich ja schon häufiger mal gesagt jetzt. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo müssen wir hin? Müssen wir da runterspringen? Ich probiere es mal aus. Ja, sehr gut, wir sind hier im Wasser gelandet. Irgendwo haben wir jetzt hier was geöffnet, soweit ich das eben gesehen habe. Also wir haben ja hier ein Rohr oder so geöffnet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie wäre es, wenn wir hier einfach mal runtertauchen? Und, Konka, wir holen nochmal Luft. Meine Herren. Also die Unterwassersteuerung ist à la Banjo-Kazooie echt furchtbar. Also bei Banjo-Kazooie habe ich es irgendwann gelernt zu steuern. Hier ist es immer noch, boah, vor allem weil die Kamera hier einfach nicht mitspielt. Ah, okay, wir haben hier das Rohr jetzt. Konka? Hältst du das durch? Ja, Konka hält das durch. Ach, wunderbar. Was haben wir denn hier? War hier eine Wache oder was? Oh oh. Was ist hier gerade rumgelaufen? Irgendetwas läuft hier vor uns weg oder so? Was ist das? Ach, das ist ein Zahnrad. Hallo? Na komm. Ach so, B. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, da habe ich gerade. Möchtest du einfach mal. Danke. Muss ich jetzt mit dem Ding hier zurückschwimmen oder wie? Ich würde sagen, das finden wir beim nächsten Mal raus. Das war's für diese Folge hier bei Banjo. Conker's Bad Fur Day. Ist die gleiche Firma. Also egal, wo dieses schreiende Zahnrad hier in unserer Hand ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Conker's Bad Fur Day, wie schon gesagt. Bis dahin!